Hat ein Hit oder? Ja, er wird getroffen. Und das Ding ist auch knapp hier vorbei. Ich glaube, da hat er einen Hit da vorne. Da hockt einer. Das ist gut. Bandage. Hast du selber Bandagen dabei? Ach, da ist der Weg. Der führt direkt zum Militärlager. Oder sollte. Bewegung? Irgendwo? Pass auf die scheiß Bunker auf. Wir sollten jetzt vielleicht nur aufs Militär warten, bis die voll sind. Ja, wir brauchen noch ein Militär jetzt. Ja. Zurück, oder? Einfach nach Hause. Ja, alter Peter Art. Stahl hört auch mal durch. Ja, laut Helmchen. Beziehungsweise. Passt auf die scheiß Bunker auf. Ja. Wenn du im Militär bist, ist ja auch nicht weit von dir. Schickt sie hier auf die Bunker, sie ist da oben immun gegen Granaten. Das war nämlich da. Jetzt hab ich's verstanden. Sorry. Du meinst das ASC-Spiel? Nee, das letzte Helldays. Mit der Granate hier oben. Woran sie sich nicht erinnern kann. Ja, aber ASC war da auch eine Szene. Wenn er ein Flashbang schmeißt und Pucki aber auch weiter spielt. Guck doch in den Raum da rein, gell? Ja, geil. Du bist nicht, wieso? Der rast völlig aus. Ja, genau. Jedes Spiel. Du machst das. Schick mich vor bei der Anzeige. Alles gut. Die Bunker sind geil, oder? Ja. Dorfbewohner alle vorne, Militär alle hinten. Also ich fühle mich jetzt nicht so sicher mit den einen Militärmann da vorne. Wie viel seid ihr noch? Ja, dann sind 7, 8. Da oben ist, schafft man noch mindestens 2 nach vorne vielleicht. Da vorne ist gerade noch einer von euch. Da vorne ist gerade irgendwie einer von euch. Ich will noch 2 vorgehen. Ihr kennt den Weg da, glaube ich, besser als wir. Sind das eure? Kommt, schneller, schneller, schneller! Das Dorf da lang. Da drüben sind die Typen aber schon. Ich hätte gedacht, wir gehen lieber über euren Stützpunkt vielleicht. Ja, dort, aber Dorf geht da lang. Wir laufen zu unserem Dorf. Zu unserem Quartier. Ja, wir gehen Stützpunkt und von da aus vielleicht mit ein bisschen Verstärkung noch. Wir laufen zu unserem Quartier weiter. Ich glaube, der Ziel ist für uns, das ist der Punkt. Wir können es auch nicht sehen, aber danach, bei uns geht es. Ja, zwischen Däne und Dorf ist nichts mehr. Da liegt ja nur unser Zeug. Das kann ja nicht sehr, sehr weit weg sein, oder? Ja, die Straße geht bloß runter. Die also wohnen, nicht diese hier, die andere, ne? Militär wohnt praktisch neben uns. Nur auf der anderen Seite. Genau, auf der anderen Seite. Dann können wir von da aus halbwegs sicher dann zu uns gehen. Wenn die euch irgendwas konfiszieren wollen, verteidigt ihr euch, gell? Ja, ja. Das gibt's nicht. Wer uns austraut, kriegt kein Mittagessen. Das ist eine klare Ansage. Ach, da ist es, genau.
linke Seite. Okay. Schnauze! Was sind das für welche? Die sind noch nicht von euch. Waffen runter. Waffen runter. Weiter auf meinen General. Die ganze Weite darf in der Zelle verbringen. Wo ist dein Fett? Wo ist deine Füllerpfeife? Mein Fett? Da hier oben dran, aber du musst mich auch noch erkennen, oder nicht? Nein, du bist zu hässlich unter der Maske. Was ist los hier? Die Kartoffelleute dabei. Die kommen von da hinter uns hergerückt. Wer ist denn von euch noch ein bisschen im Shop? Ich habe auch noch ein Magazin bei. Haben wir keine hier im Lager? Nein. Keine Leute. Zwei Magazine. Nur Lagersicherung haben wir hier. Dann geht die Lagersicherung raus und wir munitionieren auf und schützen das Lager. Dann munitioniert erst auf und danach löse ich die Lagersicherung auf. Wir wollen Sicherheit, oder? Also Dorfbewohner erstmal bei uns ins Lager. Oder? Ja, die werden abladen. Da haben wir ja die Bier da. Und Kippen. Und Stoff. Und? Und? Keine Fantasie, der Mann. Wir haben doch schon alles aufgezählt. Was fehlt denn da noch? Das Wichtigste. Hättet ihr jetzt immer noch Kartoffeln, wenn ihr nicht wärt? Steffi, ihr kriegt am Mittagessen umsonst. Umsonst war es nicht. Ein paar Männer von mir habe ich auch drauf gehen lassen. Braucht ihr weniger Essen? Ja. Die wachsen aber nicht aus der Erde, nicht so wie eure Kartoffeln. Kartoffeln bleiben, wo sie sind. Ganz schön hässlich für eine Frau mit einer Brust. Alles klar. Könnt ihr ihm abnehmen? Ein Diebstahl, ja. Gut. Kartoffeln? 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 Kann ich rein? Warte kurz. Nee, wir kommen nicht rein. Wir können wieder zurück in ihr Dorf. Aber nicht ohne Kartoffeln. Ja. Wir haben noch Kartoffeln. Aber wir brauchen Kartoffeln zum Essen machen. Wie sollen wir Essen machen ohne Kartoffeln für euch? Feste Wurzeln. Und was ist mit eurem Essen? Wollt ihr nichts? Ich habe noch nicht alles. 50-50 ist nicht alles in meiner Welt. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Einer ist im Keller. 50-50. Jungs, hier ist einer im Keller. Holt ihn raus. 50-50 Codex. Wen hat ihr denn reingelassen? Verhaftet ihn. Warum das denn? Weil er bei uns im Keller nicht zu suchen hat. Ich habe gesagt, er kommt hier nicht rein und er geht in den Keller. Was? Das hat aber erst, nachdem er reingegangen ist. Ich komme ja auch ins Gefängnis. Also. Wer von euch war bei mir schon im Gefängnis? Ich habe das getan, er ist doch einfach nur im Keller. Kann mich nicht dran erinnern. Wir wollten uns doch einmal lachen da. Entschuldigung. Wartet kurz, ich habe noch einen im Keller gehört. Hier kommst du nicht in den Keller. Kein Keller. Nein, zu. Chewie? Ja. Der zweite Sack. Ihr zählt jetzt hier die Kartoffeln durch. Du und du. Der dritte Sack noch. Hat noch irgendjemand Kartoffeln? Nee, das war eine Falsche. Du benennst die Sicherung jetzt rum. Du kannst alles in einen Sack füllen und dann haben wir zwei Säcke übrig. Dann sehe ich
Und dann dürfen die Jungs so aufstehen. Ein für dich, ein für mich, ein für dich, ein für mich.